Heute ist der Tag der Tage, das große Finale. Viele Fans hier mit Fahnen unterwegs. In den Hallen brennt die Luft und für die Teilnehmer heißt es heute: Heute heißt es fertig werden. Gämmer, gämmer, gämmer. Wir sind jetzt bei den Betonbauer. Auf vier Minuten. Die ganzen Fans sind da, also es geht jetzt richtig um. Die Burschen haben dann 16 Stunden intensiv gearbeitet, verschwitzte T-Shirts, sehr emotional, weil alles. Der erste Tag ist super gegangen, der zweite auch. Heute ist es ein bisschen zittert, ist eng geworden. In dem Moment sind gerade die Mechatroniker fertig geworden, das große Finale. Das ist das, was die Burschen zusammengebaut haben. Sehr kompliziert schaut das Ganze aus. Und jetzt wissen wir, warum die Burschen so konzentriert reinschauen. Sie sind noch nicht fertig, es gibt noch einen zweiten Teil vom Finale. Dafür werden in 3 Minuten ein paar Meter weiter die Elektrotechniker fertig und die Spannung ist hier am Limit. Nach 2 Jahren oder 3 Jahren Training, dieser Moment. Schauen Sie, wie angespannt das Publikum hier steht. Wir sind nochmal Faktor 3 oben drauf. Achtung, Achtung, jetzt muss ich kurz unterbrechen. Jetzt haben wir bei den Bautischen, das sind die letzten Sekunden und es ist gleich vorbei. Ja, mit den Nerven bin ich sicher fertig, das ist einmal klar. Ja, und ist der gegangen, ist gut gelaufen. Aber eigentlich schon, weil ein paar kleine Hunde mit reingekommen. Die Teilnehmer hinter und vor mir sind am Fertigwerden. Es ist die Spannung kaum noch auszuhalten. Und es wird ein Top-Ergebnis für die Steiermark. Und wenn man da hier hereinkommt, merkt man ja gleich, die Stimmung ist großartig. Und das ist ja die wichtigste Botschaft. Handwerk hat goldenen Boden. Das wollen wir zeigen und das wurde schon gezeigt. Das finde ich cool, wie nahe, dass man dazu bekommt und was schon die letzten Tage geleistet worden ist. Jetzt ist der Feinschliff, man sieht, dass alle angespannt sind und ich drücke alle die Daumen. Ich freue mich sehr, dass viele Familien auch da sind, wo auch die Eltern mitbekommen, welche große Zukunft das hat und welche Möglichkeiten bestehen für Lehrlinge, für Menschen, die sich für eine Fachausbildung entscheiden. Wir sind jetzt bei den Maler angekommen, es geht jetzt wirklich in die letzten Minuten und mir geht die Pumpen, also ich bringe nichts mehr Gescheites aus, ich schaut es euch selber an. Was ist das, was dich jetzt am meisten drauf gefreust? Boah. Dass sie uns einmal ein wenig Ruhe eingehört. Gratuliere, geil war's. Danke. Servus, grüß euch. Ich melde mich da gerade vor die Stormitz. Die Stimmung ist am Kochen, wir haben noch ein paar Minuten da, die Hütte ist voll. Und bald hat es geschafft, unser Sebastian. Ich drücke ihm die Daumen, Ganselhaut pur. Ich kann mir fast gar nicht fragen, aber wie ist dein Gefühl, ist eine Medaille in Reichweite? Na ja, hoffen haben wir es natürlich auf jeden Fall, aber schauen wir, was noch am Morgen rauskommt. So, und jetzt sind wir endlich angelangt bei den Maurer, wo ich damals antreten habe dürfen. Es geht in die Finalminuten und die Burschen geben nochmal richtig Vollgas. Die Stimmung war zum Schluss wirklich der Hammer. Hast du es mitgekriegt oder warst du momentan voll konzentriert zum Schluss? Nein, zum Schluss, so wie kriegt man schon mit, das ist einfach ein Traum. Ja. Überhaupt da in der Steiermark im eigenen Land, das ist einfach geil. Hallo, wir sind jetzt da bei den Floristen. Die Verena ist jetzt gerade voll im Endspurt. Mira ist auch schon wieder her, weil es wirklich jetzt die letzten Minuten sind, wo sie noch aufräumen kann, wo sie noch Feinschliff machen kann. Ich bin so froh, dass jetzt das letzte Werkstück fertig ist und bin so erleichtert und bin so gespannt, was die anderen alles gemacht haben. Großartig,
Schotze, fix, was für eine geniale Finalfeier. Emotionen pur bei den Teilnehmern, bei den Familien und natürlich auch bei den Trainern. Die Arbeit ist zwar fertig, aber die Spannung bleibt bis zum Schluss. Denn bei den Euroskills weiß keiner bis am Ende, wer wirklich gewonnen hat. Also bleib's dran, morgen wissen wir mehr bei der Medaillenfeier, wie es wirklich ausgegangen ist. Wir freuen uns auf euch.